Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Let's Play Another Brick in the Mall. Sicherlich kennt die ein oder anderen von euch. Ähm, in dem Spiel geht's darum, ein Einkaufszentrum zu bauen. Man kann diverse Geschäfte eröffnen, Kinos, Restaurants, äh, Fast Foodketten, äh, Bowlingbahnen und was weiß ich alles. Ist ziemlich cool. Sicherlich kennt einige von euch schon von meinem Kanal oder von Steam, von anderen YouTubern, keine Ahnung. Ist gar nicht so unbekannt, ist jetzt auch schon bald zwei Jahre im Early Access. Und ähm, ja, seit der letzten Staffel auf meinem Kanal gab es einige Erneuerungen, man sieht es jetzt schon. Äh, ich kenne die auch nicht alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch gespannt, was da jetzt alles kommt. Szenario werden wir erstmal nicht machen. Äh, aber wir werden ja sehen. Wir lassen ja einfach mal alles auf Standard, würde ich sagen. Ähm, Ratten, ja, ja, komm. Das ist in Ordnung. Ähm, genau. Ja, also ist ein cooles Spiel und ähm, die erste Neuerung ist gleich schon mal. Äh, hier gibt es jetzt, äh, das kenne ich sogar, äh, hier gibt es jetzt alle paar Tage so Events, zum Beispiel Schulanfang. Dann sind eben Schulmaterialien, Laptops, Hosen, T-Shirts und Kleider äh, sehr beliebt. Oder im Herbst sieht es halt anders, also draußen ein bisschen anders aus. Ähm, ja. Hab ich ich habe das Spiel vor zwei, drei Monaten noch mal relativ intensiv gespielt, äh, privat, deshalb kenne ich mich hier noch ein bisschen aus. So, zuallererst werden wir erstmal den Spaß hier bauen. Äh, der gute alte Danny, der kann uns hier mal einen schönen Laden errichten und da wird es dann eben das ganze Standardzeug geben. Das heißt, diverse Lebensmittel, diverse Getränke, whatever äh, man kennt. Ja, und dann werden wir hier auch in der Straße auch ähm, gleich ein bisschen expandieren. Denn wir brauchen auch Parkplätze. Mm, ja. Nee, das ist Kacke. So, genau. Ähm, sicherlich sind hier jetzt auch ein paar Zuschauer von Meta Tower Tycoon rübergekommen, weil das geht ja gerade total ab das Spiel. Ähm, das Ganze hier ist anfangs ähnlich wie ein Tower Tycoon relativ. Ja, simpel und einfach und gechillt. Aber mit der Zeit geht's dann auch ein bisschen ab. Also äh, hier wird es dann später auch sehr wuselig, wie es langsam schon in Met Tower Tycoon anfängt. Ähm, genau, deshalb... Wenn man so überlegt, die beiden Spiele haben tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten. Äh, hier gibt es auch so Ziele, für die wir Kohle kriegen. Die sind aber nicht so zufällig wie in Mad Tower Tycoon. Hier zum Beispiel das Ziel wofür wir 10.000 Dollar bekommen, ein Geschäft eröffnen. Ist eigentlich Standard, ist immer so zu Beginn. Und ich würde halt das Geschäft ganz gern noch vor Schulbeginn eröffnen. Wobei, ist eigentlich egal, weil anfangs werden wir davon nichts verkaufen. Deshalb bringt es mir nichts. Ob es jetzt Schulanfang ist oder nicht, ähm, macht keinen Unterschied. Aber ja, so im Herbst sollten wir schon geöffnet haben. Das sollte machbar sein. Ich hole uns hier jetzt einfach mal äh, noch einen zweiten Bauarbeiter. Ich kann dich ja später feuern, wenn ich den nicht mehr brauche. Einfach damit äh, das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Äh, was hier auch ganz besonders ist. Es gibt ja so Schichtenplanung, äh, man kann festlegen, wie lange die Leute arbeiten. Wenn die jetzt irgendwie 10 Stunden am Stück arbeiten, äh, wollen die natürlich einen höheren Stundenlohn. Er ist jetzt nur bei, was weiß ich, 4 Stunden. Äh, man kann festlegen, wann die beginnen sollen und das wird dann vor allem in Geschäften mit vielen Kassen und so weiter wichtig. Genau. Ähm Der Boden ist anders, als ich den kenne, den haben sie verändert. Ich glaube generell, es gibt mehr Böden. Oh ja, yeah. was ist das denn für ein LSD-Boden? Okay, die sehen aber gar nicht schlecht aus. Ist neu auf jeden Fall. Ähm, nun gut, so. Äh, ihr baut erstmal hier die Straßen. Da kommt dann Parkplätze hin. Und dann beginnen wir hier schon mal so ein bisschen mit dem Planen. Was auch noch ganz wichtig ist: hier eine Straße, die hier hochgeht, weil dann werden hier die ganzen Ladezonen sein. Hier ist das Lager. Hier ist so ein kleines Büro. Dann läuft das Ganze schon mal. Ähm, Mauern, ja, wie groß machen wir das Ganze? Muss gar nicht so riesig sein. Ich mach's mal so: Büro und Lager. Und dann Personaltüren. Gut. Äh, die bauen fleißig hier weiter an der Straße. Hier Kundenparkplätze überall hin. So. Okay, dann können wir jetzt eigentlich schon mal äh, hier zuweisen. Das ist so, also hiermit kannst du eben... Kaffeeshop. Mm -hmm, ja, mm -hmm. <laughs> hier kannst du dann eben äh, diesen Räumen... Ja, wirklich halt was zuweisen. Das hier soll das Büro werden. Das heißt, ähm, Büro hier. Du kannst das Ganze, was jetzt gesperrt ist, natürlich durch Forschung und so weiter freischalten, ganz klar. Ich gehe mal kurz auf, wobei die bauen, dann muss ich gar nicht auf Pause gehen. Oh, genau, ich baue jetzt mal einen kleinen, geilen Bürotisch. Ich glaube, mit Q kann man das drehen. Nein, mit R. T. E. Verdammt. Was war's denn nochmal? Linksklick. Ah, Mit Qs. Achso, jetzt geht's auch mit Q. Kurios, naja. Ja, so. Muss jetzt erstmal gebaut werden, zack, zack. Und dann äh, stellen wir auch gleich mal Büroarbeiter ein. Die müssen eigentlich nichts können. Was wichtig ist bei ähm, Leuten, die man einstellen möchte, äh, ich achte vor allem beim, bei Kassieren immer auf ähm, Geselligkeit. Das ist einfach wichtig, damit die Kunden, die an der Kasse stehen, äh, lange eine gute Laune haben. Äh, Geduld ist auch relativ wichtig und Tempo, ja, ist. Bei Kassieren eigentlich auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Der Skill hier unten, der kann sich verbessern. Also wenn du jetzt jemand an der Kasse einstellst, der einen ganz schlechten Kassierer-Skill hat, verbessert sich mit der Zeit. Äh, Büroarbeiter hole ich jetzt einfach mal hier irgendwelche. Ja, komm. Zack. Müssen nicht gut sein. Sollen einfach nur ein bisschen forschen. Genau, ich glaube, die erforschen jetzt schon automatisch. Genau, grundlegende Forschung, das müssen die anfangs erforschen. Äh. Damit wir uns dann eben dem Rest widmen können. Ähm, Kohle ist gar nicht mehr so viel da, aber das kriegen wir alles hin. Hier Personalparkplätze, damit die nicht 30 Kilometer laufen müssen. So, dann Lager, das braucht zum Glück keinen äh, Inhalt. Genau, soll immer zu 100% voll sein natürlich. Und dann äh, Geschäft, und das Geschäft wird hier sein unglaublich, ich weiß, das mache ich mal weg, damit schöner ist. So, hier wird unser Geschäft sein und ja, das werden wir jetzt einrichten. Unglaublich, ich gehe mal auf Pause, weil muss ja jetzt nicht unendlich weiterlaufen. Das sind nur unnötige Kosten. Äh, ich ich glaube, ich baue das so. Das macht am meisten Sinn. Zack, Zack, Zack. Darf auch eng sein. Das macht gar nichts. Sehr schön ähm, um, Und dann Regal nicht, das ist sehr viel noch gesperrt, aber Lebensmittelregal. Wie viel bauen wir davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 geile Lebensmittelregale. Es muss nicht wirklich schön sein, also das ist eigentlich unnötig. Ähm, Ob es jetzt schön und authentisch aussieht oder nicht. Macht keinen Unterschied. Ist, da ist jetzt keine hochentwickelte KI, die irgendwie sagt: Oh, das ist mir zu hässlich, ich kaufe hier nicht ein. Nee, ist ziemlich simpel gehalten. Äh, wie in Met Tower ja eigentlich auch. Da kannst du auch ja, dumm bauen und das beschwert sich niemand. Bauen mhm. wir hier noch was? Frisches Brot vielleicht? Ja. hier noch irgendwas? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10, 11. 11 Sachen könnten wir davon schon bauen. Aber ich möchte in meinem Laden 50% Lebensmittel haben. Äh, dazu komme ich später noch zu sprechen. Müssten wir aber auch so schaffen. Deshalb 11 von diesen Regalen hier. Die kommen dann hier hin. Ein bisschen abgrenzen kann man es ja. 4, 8, 11. Ja. Oder? Es sind 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfekt. Zack, zack, zack. Gut. Ähm, dann brauchen die noch ein Lager. Das müssen wir zuweisen. Hier. So, wir können jetzt nur von 6 bis 0 Uhr aufhaben. Ich habe aber immer ganz gern 8 Stunden Schichten. Das heißt, wir öffnen immer um 6. Um aber... Machen wir jetzt bis 22 Uhr auf? Oder bis 24 Uhr und dann nur ab 8. Ich glaube, ab 8 ist am besten. So, bis 24 Uhr. Genau, dann äh, Kassierer. Mh, du bist gut. Wobei, nee, wir, wir müssen jetzt erstmal hier das Ganze anordnen. Und zwar: äh, Hier ist die Geträn nee, Getränke. Nee, Getränkeecke ist hier. Das passt ja perfekt hin. Limonade. Mineralwasser. Säfte. Dann sind hier Lebensmittel, Süßigkeiten, Konserven, Frühstücksflocken. Also wir haben hier eigentlich fast nur ungesundes Zeug, aber ist ja nicht mein Problem. Zack, Kaffee und Tee und Tierfutter, ganz wichtig. So, dann gibt es hier noch lecker Brot. Ich meine... Ich bin Deutscher, deshalb ist Brot natürlich das Wichtigste in dem Supermarkt für mich. Äh, ja, ganz klar, also ist gar keine Frage. Ich brauche mein tägliches Brot. Zack. Zack. Autowerkzeuge. Spielzeuge, da kann man immer ganz gut Kohle mitmachen. Grußkarten und Schulmaterial. Und äh, Gewinnspanne, das konnte man hier eigentlich immer einstellen. Wo geht denn das jetzt? Ach du Kacke. Genau, du kannst hier eben sp später auch Diebstahlsicherungen und dann irgendwelche Diebstahldetektoren und äh, Wachpatrouillen und so weiter hinstellen. Also ist schon relativ komplex. Das ist eben ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, wo man die Preise einstellt. Das ist halt völlig... I don't know. Also. Normal konntest du hier raufklicken und dann sagen, Gewinnspanne so und so viel Prozent. Muss man das vielleicht erforschen? Irgendwie höhere Gewinnspanne? Hm, sehe ich jetzt nicht. Oder geht hier irgendwo? Vielleicht muss es auch erst drin liegen im Regal. Das kann natürlich auch sein. Kurios, weil ich. Hab die Leute immer ganz gern abgezockt, das ging nämlich ganz gut mit diesen Gewinnspannen. Naja, äh, wir holen uns jetzt auf jeden Fall mal einen Lageristen. Du musst nicht viel können, du solltest vielleicht schnell laufen, aber das war's auch schon. Ähm, zwei reichen. Du kommst einmal um 5 Uhr, damit einfach vor Ladenöffnung das Ganze ein bisschen gut aussieht. Die andere ist so um 13 Uhr. Ja, das passt, genau. Und dann eben Kassierer, da kommst du auf jeden Fall rein, du kommst rein, ja, du auch, es reicht aber nicht. Oh, jetzt, jetzt sind hier nur Trottel, also, hm, so, 8 Uhr, 8 Uhr, 16 Uhr. Ja, genau. Das passt. Du bist so in der Hauptzeit einfach drin. 13 bis 21 Uhr. Perfekt! Geil! Das ist auch ein neues Fenster. Das kam vorher nie. Das war dann immer hier unten so eine Mitteilung. Genau. Äh, so, neue Aufträge. Verkaufe 10 unterschiedliche Produktarten. Mach einen täglichen Gewinn von über 100 Dollar. Und erreiche 100 Gesamtverkäufe. Kriegen wir alles hin? Ja. So, Lagerist ist da. Du räumst schon mal ein bisschen. Ein, bitte beeil dich. Ähm... Ah, die Forschung ist fertig. Das heißt, wir holen uns jetzt mal die geile Kühlkette. Zack. So, und hier kann man das verwalten. Ah, Problem ist, wir haben nur 44% Lebensmittel wegen diesem ganzen sonstigen Kram. Ähm... Das Ding ist, wenn du von einer Hauptkategorie mehr als 50% in deinem Laden hast, dann hat es die Qualitätsstufe 2 und die ist natürlich besser. Und wenn du mehr als 50% von einem speziellen Produkt in deinem Laden hast, hat es sogar dieses Produkt Qualitätsstufe 3. Wir haben hier jetzt aber weder von einer speziellen Sache und auch nicht von einer Kategorie mehr als 50%, wie man sieht. Das heißt, wir haben lediglich überall Stufe 1. Das heißt, wir brauchen dringend die Kühlkette, damit wir mehr unterschiedliche Lebensmittel anbieten können und dann wieder auf Qualitätsstufe 2 hochgerankt werden. Jetzt geht's aber ab. Oha. Ja, die Kunden kaufen schon mal fleißig das ungesunde Zeug. Ich glaube, das hier ist Müll. Ja, ja. Äh, vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen schauen. Die kann ich jetzt übrigens wieder feuern. Ich werde vorerst nicht so viel bauen und ich muss Geld sparen. Äh, aber ein Hausmeister ist, glaube ich, das sind Leute, die putzen. Müssen nicht gut sein, aber schnell laufen sollten sie. Vielleicht so vor Ladenbeginn um 4 Uhr für 4 Stunden. Ja, es müsste reichen, oder? Ich denke schon. Das Spiel ist teilweise, also es freeze teilweise ein bisschen ein. Ich weiß nicht warum. War vorher nie so, aber hm. Und wir machen jetzt schon ganz gut Kohle. Das gefällt mir. Le Eigentlich macht man mit Läden anfangs immer Verlust, aber ich sag da nichts dagegen. Ist in Ordnung, ich äh, beschwer mich nicht. So, das war der erste Tag. Ich würde sagen, das war ganz gut. Wir haben Gewinn gemacht. Wir haben, äh, wir haben ja ganz gut Kunden gehabt, 21 äh, zur Spitzenzeit und auch 178 Sachen verkauft. Also nicht verkehrt. So, warum räumst du das nicht auf? Ich glaube, du brauchst einen Mülleimer, oder? Nee, du brauchst was anderes. Du brauchst dieses Müllabfuhrding. Dann kannst du da den Müll hinbringen. Korrekt? Zack. Zack. Sehr schön. Das Coole an dem Spiel ist halt, auch wenn du irgendwie 3000 Leute in deinem Laden hast, es läuft relativ flüssig. Also, das ist schon ganz gut optimiert worden. Und das heißt, wir müssen dann später auch nicht Angst haben, dass wir ein 2-FPS-Debakel haben. Das macht dann schon Spaß. So, und hier wird es heute schon ziemlich knapp. Ich glaube, wir brauchen dauerhaft mindestens drei Kassierer, sonst äh, wird es nichts. Das heißt, du kommst mal rein, immer um 8 Uhr. Boah, also, komm du noch. 16 Uhr, zack. So, du forscht hoffentlich an der Kühlkette. Ja, die ist gleich fertig. Das heißt, wir könnten schon mal die Gefriertruhe bauen. Das sind sechs neue Sachen. Sehr schön. Und ich möchte jetzt ähm, genau äh, dann Alkohol oder Nachtschicht. Das ist auch Tiefkühl, Tiefkühl. Äh, ich möchte jetzt hier. Ja, was ist das denn? <laughs> was ist das denn? <laughs> was habe ich geklickt? Du musst gedrückt halten. Okay. Nun gut. Ähm <laughs> ähm, jetzt, äh, Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, genau, ich möchte jetzt eigentlich mit diesen Kühltron nicht in die Reichweite der Kassen äh, reinbauen, weil sonst ist das halt einfach verschwendeter Platz. Ich meine, so lang können die Schlangen hier sein. Ich möchte die nicht kürzen. Das heißt, ich werde das Ganze so bauen. Das sind, glaube ich, sechs Stück. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, sieht besser aus. Genau. Sehr schön. Das bauen wir erstmal und dann eben. Sind nur vier Sachen. Ja, toll. Aber später kommt ja jetzt mit diesen Tiefkühllieferanten wieder mehr hinzu, deshalb ist in Ordnung. Milch. Fleisch und Fisch. Wir haben Qualitätsstufe 2 bei Lebensmitteln. Sehr schön, das heißt über 50%. Das ist gut. Das sollte die Leute glücklicher machen und vielleicht so ein paar mehr Kunden in den Laden bringen. So, wir haben auch schon 27 verschiedene Produktarten verkauft. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wahrscheinlich dann 27. Außer die drei, vier Sachen wurden noch nicht verkauft. Dann könnte es sogar heute klappen. Ja. Ich finde. Finde dieses Grillenzücken ziemlich cool. <laughs> ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Ich finde es lustig. Wir könnten auch mal einen Weg hier hinbauen. Ist zwar jetzt eigentlich ziemlich unnötig zu Beginn, aber Deko schadet nicht. Ich weiß gar nicht, kannst du auf den Straßen bauen? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob die da schneller laufen, aber vielleicht macht die ja glücklicher. Sieht auf jeden Fall besser aus. Heute ist nicht mehr so viel los, oder? Also, ich habe irgendwie den... Das, das Gefühl, heute geht nicht so viel ab. 500 Gesamtverkäufe. Sehr schön. Ich glaube, insgesamt. Nicht nur an einem Tag. Ähm, ich werde jetzt hier nochmal schauen nach einem... Mülleimer. Korrekt. Vielleicht sind die Leute ja sozial und werfen ihren Müll nicht einfach überall hin, sondern in den Mülleimer. Das wäre relativ nett. Zack. Ja, komm. Ich hab das Geld. Sehe ich, wie voll der ist? Nee, schade. Das wäre irgendwie lustig zu sehen. 80% voll, 90% voll. Am Überquillen, was weiß ich. Oh, heute gehen die Säfte sehr gut. Ja, warum nicht? Und hier ist, schaut mal, hier ist überall automatisch Gewinnspanne 200% eingestellt. Das ist das Maximum. Ich weiß zwar nicht, wie ich es runter machen kann, aber es ist in Ordnung. Ich hätte es so oder so auf 200 eingestellt, deshalb habe ich nichts dagegen. So, heute ist Schulanfang. Genau, heute. Ich glaube, wir verkaufen sogar Schulmaterial. Genau, das wird heute sehr, sehr gut gehen. Äh, ist eh nur noch zu 55% voll, das, äh, das Regal. Und ich denke, das wird heute sehr gut abgehen, äh, weil Schulanfang ist. Nun gut, ich werde jetzt hier mal ge gehen auf... Hm, schwierig. Oh, wie viel neues Zeug es auch gibt. Das ist unglaublich. Das ist ja auch cool. Bodenreiniger, aber es ist vielleicht ein bisschen früh. Wir holen uns mal. Ich glaube, den Kim... Ne, wir holen uns... Das mache ich eigentlich immer als zweites Geschäft. Bekleidung. Bringt echt extrem viel Kohle. Ist nicht viel Aufwand und äh, ja, lohnt sich. So, das sollte heute der Top Seller sein. Ist auch frisch aufgefüllt. Das beobachten wir mal so ein bisschen. Ach, das kann ich sogar bewegen. Lol. Zack. Erster Kunde hat es gekauft. Zack, Zack, Zack. Das geht ab. Hat halt plus vier. Äh, also, das ist heute wirklich sehr beliebt. Schaut euch das an. Die Kassen sind am Überquillen. Jeder will Schulmaterialien. Die Leute wollen sich weiterbilden. Unglaublich. Ähm. Ja, Warteschlangen. Ich seh's. Wir brauchen neue Kassierer. Zack. 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 Du kommst um 16 Uhr. Du auch. Okay. Äh, genau hier. Äh, ganz vergessen. Eiscreme. Tiefkühlgemüse und jetzt auch ganz neu im Angebot. Sehr gesund und natürlich Tiefkühlpizza. So, morgen ist Herbstanfang. Das ist jetzt kein Special Event, aber warum nicht? Sehr schön. Und äh, in vier Tagen ist dann Halloween. Das heißt, Süßigkeiten werden abgehen, Grußkarten werden abgehen und das wird auch nice. Kleiner Funfact zum Schulanfang. Ich habe mal ein ähm, Geschäft gebaut, das hatte nur Schulmaterial zu über 50%. Das heißt, das war dann Qualitätsstufe 3. Und ich glaube so 40% Grußkarten oder sowas. Und äh, dieser Laden hat an jedem Tag im Jahr Verlust gemacht, logischerweise. Außer natürlich an Schulanfang, da hat dann einen fünfstelligen Gewinn gemacht. Da musste ich auch immer extra für diesen einen Tag irgendwie fünf neue Kassierer einstellen. Das war lustig. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ein bisschen ja, ob es so krass ist, aber es war lustig. Irgendwo haben wir hier Ratten, das heißt, ich werde mal äh, hier 24/7 einen Hausmeister einstellen, weil das ist ein bisschen ekelhaft. Oder so, das sollte auch okay sein. Beziehungsweise du arbeitest in Zukunft 8 Stunden Vollzeit und du, ja, kommst auch. Ich sehe hier aber Ih, Ratten. Mach mal sauber. So bezüglich dem Bekleidungslieferant, äh, dem Bekleidungsladen, ähm, da müssen wir jetzt erstmal äh, folgendes machen. Und zwar, ich glaube, ich werde das Ganze zu einem einzigen Gebäude verbinden. Das heißt nicht so mehrere kleine Geschäfte, sondern ein großes. Dafür ist der Startpunkt jetzt halt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich mache das so. Äh, Habe ich zumindest meistens so gemacht. Ja dann so rum. Das kriegen wir hin. Ähm, und zwar hier jetzt ein Gang. Aber das hier soll nicht abgerissen werden. Nur. Ja, oder die vier Felder hier. Dann kommt hier ein Gang hin. Der muss gar nicht mal so breit sein. Drei reicht, genau. Geht hier entlang. Mhm. Zack. Dann haben wir hier schon mal einen ganz coolen Gang. Und dann ist hier der Bekleidungsladen. Ja. Das könnt ihr schon mal bauen, wenn die Kohle dafür reicht. Und dann werden wir aus diesem großen äh, Grundstück. Grundstück halt, aus diesem großen Raum mehrere Geschäfte machen. Und zwar hier ist das Lager. Das ist von denen hier am besten erreicht werden kann. Dann ist... Hier ein Geschäft und hier ein Geschäft. Dann haben die beide direkten Zugriff zum Lager. Genau, hier werden Klamotten, hier vielleicht was Kleines, was weiß ich. Äh, ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht so Alkohol oder Zigaretten oder so. So ein Kifferladen. <laughs> ja, es läuft. Also, wir machen Gewinne. Unglaublich. Der Laden rastet komplett aus. Gefällt mir, das ist nämlich anfangs eigentlich nie der Fall, aber ich sag nichts dagegen, also gerne. Ja, Balancing muss man wirklich sagen, vor allem wer das Spiel schon länger kennt, da wurde wohl anscheinend in den letzten Updates einiges geändert. So was geht denn da so gut weg? Brotscheiben scheint wohl in Deutschland zu spielen. Ja, das frische Brot ist auch. Ab oh, das geht wohl doch nicht so gut. <laughs> okay, da habe ich mich wohl geirrt. Äh, wir, wir leben doch nicht in Deutschland, weil frisches Brot vergammelt, während Brotscheiben gekauft wird. Äh, komisch. Ach, schaut mal seinen... Ja, einfach komplett ausrastet und irgendwie 5000 Zeichen in der Minute da eintippt und irgendwie 30 Blätter in der Minute ausdruckt. Er ist völlig gestresst. Wer bist denn du? Der. Hach, Williams. Wie spricht man das aus? Huck? Hach? Höch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Herr Williams ist hochgestresst. Aber zufrieden. Er mag Stress. Und er ist ein Gamer, aber gepflegt. <lacht> also, <lacht> das ist ja auch, äh, wenn man den Vorurteilen Glauben schenken mag, dann ist das auch ein komplettes Gegenteil. Er ist ein Gamer, das heißt generell komplett ungepflegt, assi, fett, verpickelt, whatever. Ah, bleib da, bleib da, verdammt. Aber, könnt zurückspulen, er war auch ein Waschfreak. Das heißt, er konnte Waschmittel nicht widerstehen. Und wenn er als Kunde irgendwie im Geladen ist, und Waschmittel sieht, nimmt er das immer mit. Komplett das Gegenteil. Also ich glaube, der hat irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit. Irgendwelche psychischen Probleme wäre zumindest der Grund, warum er hier arbeitet. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Aber okay. Er macht seine Sache gut. Besser als die Deb Hickman. Die... Äh, Steven... Das äh, weiß ich nicht. Die ist zwar auch sehr zufrieden, aber ist eine Naschkatze und ehemalige Bauarbeiter. Bonus auf Bauarbeitererfahrung. Ja, toll. Was ist das denn für ein Mammut? Kate. Auch so ein gepflegter Freak, so Waschmittel verrückt. Was geht mit euch ab? Ich habe hier irgendwie total die waschmittel ist im Büro. Vielleicht sollte ich den Leuten in meinem Büro nochmal Folgendes schenken. Einfach so, weil sie ganz gut. Erforschen, äh, so ein kleines Waschbecken. Ich glaube, das bräuchten die. <laughs> Aber das Wasser sollte den PC nicht berühren. Das wäre super optimal. So, kann das jemand bauen? Seid ihr hier oben fertig? Sehr schön ist fertig, oder? Tatsächlich. <laughs> ah, und er ist auch wieder da, der gepflegte Gamer. Mhm. Mhm. Bestimmt. Oh Mann. Es geht ja schon wieder gut los hier. Irgendwie Tag 9 und ich lässt das schon wieder über meine Angestellten. Ja, sehr schön. Aber das war's auch schon mit dem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Jeden Tag eine Folge an Brick in the Mall. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt hier gar nicht weiter die Zeit vorspulen lassen, sonst passiert noch irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss!